Hey Leute, willkommen zurück hier zu 45 Minuten Hausbauspaß. Wir sind in der 10. Folge mit unserer Hausbaureihe hier und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die 20 Folgen locker überschreiten werden. Und wir sind ja hier jetzt in dem Gemeinschaftsraum noch, haben das letzte Mal die Küche und den Essbereich weiter gestaltet und ich würde jetzt hier gern diesen Wohnbereich gestalten. Mir hier schon mal so eine süße kleine Leseecke eingerichtet und vielleicht können wir hier dieses Steinmuster an die Wand ranpacken. Ich finde, das sieht sehr cool aus. Ich finde, das passt sehr gut zusammen. Und dann hier können wir ja gerne noch ein anderes Steinmuster wählen. Was irgendwie auch ganz cool wäre. Mal schauen, wir haben da ja viele Optionen. Und es sollte wahrscheinlich auch eher was Helles sein, weil irgendwie da so wie so Flecken von dem anderen Muster auch irgendwie bei dem unteren Bereich hier drauf sind. Ich verstehe manchmal nicht, warum das so gemacht wird, warum da irgendwie so Flecken übernommen werden und alles. Braucht es meiner Meinung nach nicht, aber kann ich da ja nicht unbedingt ändern. Ich fand eigentlich eins ganz cool. Ich fände das hier irgendwie schön, wenn da halt eben nicht diese hellen Flächen wären. Sollte das, wäre das eigentlich cooler. Und ich kann euch auch informieren, meinem PC oder beim Spiel scheint es wieder besser zu gehen. Ich habe einige Sachen gemacht, die ich gefunden habe, die halt irgendwie hilfreich waren, hoffentlich. Ist ja auch so, keine Ahnung, das Spiel sagt einem nie, ah ja, danke. Danke für die Hilfe. Aufgrund dieser Sache hier funktioniert jetzt alles besser, sondern macht nur irgendwas und dann, ja, ist der PC meistens eh undankbar, aber naja, so ist das eben. Hoffe jedenfalls, es sollte jetzt weniger Probleme geben und sollte nicht mehr so Let's Play-Probleme haben. Ich meine, was Videos angeht, habt ihr das ja eh nicht bemerkt, weil ich problemlos geschafft habe, aufzunehmen. Beziehungsweise, ich habe halt dann nur Familie Reuss und Monat Let's Play verschoben. Die sollten eigentlich ja andersrum kommen. Zumindest versuche ich die meistens andersrum hochzuladen. Also das Familie Reuss halt montags und freitags kommt. Aber ja, also ja, es war jetzt nicht so eine große Sache und ich hoffe auch, dass es dabei bleibt, dass es keine großartige Sache ist. Wenn doch, wisst ihr ja immer Bescheid. Ich weiß, es ist immer ein bisschen komisch, das hier zu erzählen. Aber hier habe ich auch am meisten Zeit. Keine Ahnung, in Let's Plays fällt es mir unglaublich schwer, Sachen anzusprechen, weil ich da die ganze Zeit auf die Sims konzentriert bin und darauf, was die so machen. Und beim Bauen, ja, keine Ahnung, das mache ich meistens so nebenbei. Da kann ich über alles Mögliche währenddessen reden. Das ist überhaupt kein Problem. Gerade wenn ich hier ja eh nur irgendwelche Sachen einfärbe oder so, dann ist das erstmal egal, was ich sonst noch so nebenbei mache. So. Ich fände irgendwie, ja, vielleicht könnten wir irgendwie so einen rötlichen Farbton hier mit einbringen. Was? Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und dann war noch der Hinweis, diese Koralle hier, die guckt raus. Deswegen wird die schön nach hinten geschoben mit Move Objects on. So. Aha, da ist immer noch ein Fitzelchen. Und weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir wollen ja hier nicht, dass da irgendwas rauskommt. Ja, ich dachte mir, hier können wir dann halt wirklich so einen schönen großen Wohnbereich draus machen. Wir haben ja sehr viel Platz vor den Fenstern noch, wo wir noch ein paar Sitzgelegenheiten haben können. Wir wollen hier auch eine große Familie drin haben, beziehungsweise wir richten das für eine große Familie ein. Das heißt, dann sollten wir auch viel Platz für gemeinsame Fernsehabende haben. Also ich möchte tatsächlich auch einen Fernseher platzieren. Nur weil sie mehr Sims sind, heißt ja nicht, dass sie keinen Fernseher haben dürfen. Und genau, da schauen wir mal, was hier eine gutes Sofa wäre. Ach ja, Sims und Sofas. Ich bin da nie zufrieden. Das ist eigentlich ganz okay.
Aber ich hätte gern auch noch einen Dreisitzer davon. Und das ist, glaube ich, oh, ein Nilpferdsofa. Ja, ich habe bisher noch nie hinbekommen, das mal ernsthaft zu verwenden. Das ist halt so ein nautisches Sofa. Das passt theoretisch auch ganz okay, aber ja, vom Stil her gefallen die mir eigentlich alle nicht so gut. Aber ich muss mich ja für irgendeines entscheiden. Ich habe auch schon überlegt, reicht so ein Zweiersofa, aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich gerne schon ein Dreiersofa hier. Das hier gefällt mir eigentlich ziemlich. Es sieht halt vor allem auch sehr gemütlich aus. Also ich mag das Sofa aus Reiseabenteuer generell sehr gern. Ist einfach ein sehr gemütliches Sofa. Ich versuche das hier zu platzieren, ohne dass wir. Vielleicht sollten wir da lieber Move Objects ausmachen, damit ich hier sicher gehen kann, dass wir keine Probleme mit der Tür haben. Aber ich würde das gern irgendwie so platzieren. Aber es sieht halt auch so eng aus, ne? Vielleicht ist doch ein Dreisitzer da nicht das Beste. Oder vielleicht stellen wir den eher hier hin. Und hier den in die Mitte. Bin mir noch nicht ganz sicher. Was wir auch machen könnten. Ich weiß nicht, wie gut das geht. Ich dachte daran, vielleicht irgendwie das so ein bisschen kombinieren, dass wir so ein bisschen Kombisofa haben. Jetzt nicht unbedingt mit dem. Ich probiere es einfach nur mal damit. Das würde sogar ziemlich gut gehen. Moment, wir haben davon doch Dreisitzer und Zweisitzer, ne? Vielleicht funktioniert das ja. Weil irgendwie kann ich mir hier so ein Ecksofa ganz gut vorstellen. Dann mache ich mir natürlich extra schwer, indem ich das hier einzeln platziere. Ja, dann müssten wir das aber schon so platzieren, glaube ich. Am liebsten hätte ich das sogar so, aber das geht das natürlich eher weniger. Das wäre dann wahrscheinlich eher so. Aber gleichzeitig ist es mir aber auch noch mal ein bisschen zu klein, ne? Das ist dann auch wieder das Problem. Aber vielleicht nehme ich tatsächlich die beiden Sofas, weil die sind so neutral. Also, die sind jetzt nicht krass thematisch in Richtung Unterwasserthema unterwegs, aber sie sind auch nicht total am Thema vorbei, sondern die sind halt meiner Meinung nach relativ neutral. Und ich finde, dann haben wir hier noch trotzdem noch genug Platz. Das Sofa ist halt auch nicht ganz so breit, hat trotzdem Platz für drei Sims. Wir können hier schon mal fünf Sims Platz nehmen, das ist super. Hier dachte ich, ist doch ein perfekter Ort für einen Fernseher. Welchen platzieren wir denn da? Vielleicht den, so einen schönen Retro-Fernseher. Was hätten wir noch? Den finde ich da ein bisschen breit. Den finde ich ein bisschen schmal. Den finde ich auch ein bisschen breit. Und dann ist viel zu riesig. Ich habe den tatsächlich noch nie verwendet. Sollte ich mal machen, wenn ich mal wieder ein modernes Haus baue. Hoffe ich, denke ich mal da dran. Wobei, für ein modernes Haus ist der auch wieder zu klein. Vielleicht habe ich ihn deswegen noch nie verwendet. Wer weiß. Dann, ja. Ja, ich würde sagen, also entweder den hier, weil das ist ja auch immer ein ganz guter Fernseher. Aber ich glaube, ich nehme den. Das mache ich so selten. Ich finde das irgendwie ganz, ganz lustig, so einen Kastenfernseher hier zu haben. Und außerdem dachte ich daran, wir müssen noch so ein paar mehr Inselleben-Sachen hier reinbringen, weil die haben da ein paar gute Sachen. Gerade so Deko-Objekte. Und ich dachte daran, hier, diese Fischis möchte ich eigentlich auch noch unbedingt nutzen. Problem ist nur, die sind höher, also die sind mehr als eine Etage hoch. Das heißt, entweder wir platzieren sie draußen oder hier in dieser Freifläche. Ich finde sie eigentlich gerade hier sehr gut. Wir gucken die da so ein bisschen hoch. Ich finde das eigentlich ganz süß, wenn die Fischis da so stehen. Und außerdem,
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Ich hatte es auf jeden Fall vor. Ich möchte hier mehrere von diesen schönen Brunnen nehmen. Wenn wir den hier hinstellen, das wäre natürlich ein richtig schönes Element. Aber dann haben wir das da nicht mehr und ich mag das irgendwie. Wir könnten es auch da hinstellen. Vielleicht, genau, tatsächlich sogar hier so mittig hin. Ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann müssen wir das hier noch so ein kleines bisschen drehen. So. So, dass irgendwie einerseits die Koralle kein Problem macht und andererseits... Also, dass die beide irgendwie nirgendwo anecken. Das ist ein bisschen schwierig. So vielleicht. Ich glaube, so könnte es funktionieren. Über diese Korallen hier. So vielleicht. Ich möchte hier, dass das Ganze der Koralle problemlos nutzen. Da haben wir ja wieder so eine Sache draus und jeder andere Mensch würde sagen, ist doch egal. Leg die einfach irgendwo hin. Keiner außer dir weiß das. Aber das Problem ist halt, dass ich es weiß. Und deswegen muss das hier ordentlich platziert werden. Sehr, keine Ahnung. Also es ist, ich mache das ja nicht, weil es euch stört, sondern ich mache das, weil es mich stört. Weil ich weiß, dass es mich stört. Und ja. Deswegen ist das sehr wichtig. So, ich würde das hier irgendwie gerne quietschgrün färben. Das finde ich irgendwie lustig. Dann hier. Vielleicht können wir da... da haben wir ja auch wieder verschiedene Farben. Auch wenn ich das hier schon sehr, sehr schön finde. Aber das ist auch toll. Und das auch. Wir werden, glaube ich, mehrere von den Dingern verwenden. Da muss ich mich nicht entscheiden. Wir werden einfach drei davon platzieren. Und zwar von jedem dieser wunderschönen Muster einen. Ich finde nämlich Brunnen eine sehr, sehr gute Dekomöglichkeit für dieses sehr wassernahe Haus. So an jeder Ecke irgendwie Brunnen zu haben. Ich meine, klar, die Meersims wollen eigentlich hauptsächlich ins Wasser gehen. Die werden jetzt nicht so ihre Freude dran haben, einfach nur so ihre Hand in den Brunnen zu halten. Aber trotzdem möchte ich halt einfach überall Wasser haben, weil ich finde, das passt halt zu denen, dass sie gerne überall um sich herum so ein bisschen Plätscher haben wollen. So, während das für andere Menschen vielleicht irgendwie super unangenehm wäre, die ganze Zeit geplätschert zu haben, das zu hören und dann die ganze Zeit aufs Klo gehen zu müssen, ist das für Meersims vielleicht super angenehm. Wer weiß. Wir können ja einfach mal so tun. Ich finde, das da sieht schon mal sehr gut aus. Ich möchte das auf jeden Fall nicht vergessen. Ihr könnt mich später nochmal dran erinnern, falls ich es irgendwann wieder vergesse, dass ich noch mehr von diesen Brunnen platzieren will. Denn das möchte ich definitiv machen. Da habe ich sehr Bock drauf. Gut. Dann. Ich versuche einfach so viele verschiedene Steine wie möglich zu verwenden, dass alles mal so ein bisschen anderen Steinton hat. Und dann Metall. Ja, doch. Ja, du kannst Metall sein, Fischi. Aber vielleicht ein bisschen anderes Metall. Ich würde hier gern leuchtende Farben verwenden, ja. Der mittlere kann gern so blau-türkis haben, so ein bisschen wie die Wand. Wie das hier oben an der Wand. Und der andere, mal schauen, was sähe denn da gut zusammen aus? Kein Grün. Ich doch eher in so eine rote Richtung. Vielleicht so in Richtung Orange oder Gelb. Aber ich finde irgendwie schon fast das Pink und das Violett am schönsten. Dafür. So was an der Art. Ja, es hat schon fast was von einem Lachs. Ein bisschen Lachsfarben. Okay. Genau, können wir die da mal so hinhängen? Oder hinstellen, besser gesagt. Dann haben wir hier noch Sofas.
Und die werde natürlich auch eingefärbt, so wie alles andere auch. Und ich überlege gerade, ob wir nicht die direkt in der Farbe gestalten wollen. Also hier dieses Holz. Und dann das eigentliche Muster bleibt dann eher etwas neutraler. Da suchen wir einfach ein schönes Textil aus, das gemütlich wirkt. Wie wäre es mit sowas? Ja, ich finde, das wirkt immer sehr gemütlich. So. Bisschen aus wie Flohmarktmöbel, muss man ja dazu sagen. Ich dachte auch daran, vielleicht können wir ja auch statt dem anderen den Zweisitzer hier nehmen. Der ist natürlich auch ganz schön. Ich hätte den auch gerne als Dreisitzer. Dann würde ich die gerne auch beide zusammennehmen. Aber dann haben wir auch noch ein bisschen mehr Farbe drin. Das hat ein bisschen mehr Gewicht quasi. Er sieht ein bisschen schwerer aus, einfach auch der Zweisitzer hier. Finde ich irgendwie ganz schön. Und trotzdem finde ich, passen die noch ganz gut zusammen. Aber wir können hier das so ein bisschen ändern. Können ja vielleicht ein bisschen gelb mit einbringen. Ja, das sieht cool aus. Und dann das hier vielleicht noch in einem schönen Rotton. So. Bisschen bunter einfach. Finde ich ganz cool. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Fernseher hier. Ich guck noch mal, jetzt wo wir halt eben auch das daneben stehen haben, ist das vielleicht noch mal ein bisschen interessanter, wie wir den Fernseher dazu machen. Können wir ja noch mal so einen Vergleich machen. Aber jetzt sieht es auch anders aus. Vorher, wo ich mir dachte, so, ist einfach ein bisschen viel Platz. Aber mir geht es tatsächlich immer noch so. Vielleicht nehmen wir aber auch einfach nur den hier hin. Bisschen unauffälliger. Aber vielleicht auch ein bisschen zu unauffällig, oder? Was ist mit dem? Der geht natürlich auch. Der passt da jedenfalls ein bisschen besser hin. Ja, doch, ich nehme lieber den. Ich finde, der passt irgendwie besser in die Ecke rein. Deswegen nehme ich den lieber. Und dann, ich mag irgendwie dieses Design hier, wo das einfach nur so ein weißer Fernsehtisch ist. Aber ich weiß nicht, ob das für hier passt, gerade auch, weil die Wand dahinter ja weiß ist. Und die Frage ist ja doch, möchte ich die überhaupt weiß lassen? Die habe ich ja bisher einfach mal so eingefärbt, ohne genau zu wissen, wie sie am Ende aussehen soll. Ich denke auch daran. Wie wäre es denn, wenn man das hier so in einem Türkiston einfärbt? Weil wir haben ja unten drunter dieses Türkis. Das würde ja irgendwie ein bisschen zusammenpassen. Wenn man natürlich genau das Richtige findet und alles. Vielleicht eher die Richtung und dann eben diesen Türkis-Blauton suchen. Nee. Nicht so. Das wirkt schon relativ nah dran. Ja, so ungefähr. Gefällt mir das besser? Ich glaube schon so ein bisschen, aber dann müsste halt auch das Holz hier oben anders aussehen. Vielleicht können wir das dann weiß machen. Also halt in diesem eingespeicherten Weiß. Das wäre ja eigentlich ganz gut. Obwohl, das ist mir auch ein bisschen zu hell. Vielleicht doch eher einfach so ein helles Holz. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Das fände ich eigentlich ganz cool. Ja. Finde ich noch ein bisschen interessanter. Dann würde ich aber gerne das hier nochmal ein bisschen ändern. Dass das doch nicht ganz das gleiche ist. Ja, so ist ein bisschen besser. Ja, und dann überlege ich, machen wir jetzt irgendwie die Wand hier anders? Und wenn ja, wie? Gelb vielleicht? Ich dachte an gelb, weil wir noch nicht so viel haben davon.
Ich finde halt nicht. Ich finde, weiß sieht hier wirklich am besten aus. So ein bisschen Kontrast ist ja auch mal ganz gut. Dass nicht alles komplett gleich bunt ist, sondern man halt auch mal so eine ruhige weiße Wand hat. Ja, machen wir das dann lieber so. Und dann können wir hier vielleicht einfach so hell einfärben. Ja, ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Dann haben wir also schon mal eine schöne Fernsehecke. Ich möchte aber eigentlich gerne noch ein paar mehr Sitzmöglichkeiten haben, gerade eben hier in der kleinen Ecke. Also ich stelle mir vor, das ist so die Fernsehecke, da kann man gut fernsehen und hier kann man sich halt gemütlich mit einem Buch hinsetzen. Ob jetzt wirklich das Richtige ist, aber ich, keine Ahnung, ich finde es irgendwie ganz cool, wenn wir nicht nur einen Sessel hier hinpacken würden, sondern auch sowas in der Richtung. Vielleicht auch einen Sitzsack. Ah ja, genau, einen Hai-Sitzsack. Ja! Oder ich packe den Hai-Sitzsack lieber ins Teenagerzimmer hier oben. Da würde ich ihn schon sehr gerne hinpacken. Aber vielleicht halt auch hier unten hin. Können ja auch beides machen. Aber wie cool ist das denn bitte? Ich werde hier alles rausholen, wenn euch auch noch irgendein Objekt einfällt, wo ihr sagt, so, das ist ja, das hat ja irgendwie so ein Unterwasserthema, irgendein Fisch, Wasser, irgendwas Thema in der Richtung, dann könnt ihr das natürlich auch gerne noch vorschlagen, ob wir das irgendwo ins Haus einbringen können, weil ich möchte hier so viel wie möglich aus diesem Thema rausholen. Natürlich können wir nicht jedes Objekt nach dem Thema irgendwie suchen. Es gibt nicht für alles irgendwie ausreichend passende Objekte, aber ne, so ein bisschen in die Richtung gehen und so viel wie möglich da mitnehmen, fände ich schon ganz cool. Und nehmen wir dann noch den Sessel dazu. Ich habe fast das Gefühl, es ist ein bisschen viel, ne, hier so zwei Sessel zu haben. Vielleicht nehmen wir doch nur einen und dann den Sitzsack hier oben im Teenagerzimmer. Vielleicht machen wir das lieber so. Okay. Und dann haben wir hier vielleicht noch Möglichkeiten für ein paar Dekorationen. Okay. Wie sieht's mit Pflanzen aus? Es gibt ja auch ein paar Pflanzen aus Inselparadies. Habe ich Inselleben gesagt? Es ist keine Ahnung. Ich meine, die bei Sims machen es einem ja auch nicht unbedingt leicht. Indem sie die Packs immer so ähnlich benennen. Inselleben und Inselparadies. Dann, wie hieß das? Forgotten Hollow, Midnight Hollow. Dann, was war es noch? Ich weiß gar nicht, was es noch war. Dschungelabenteuer, Reiseabenteuer. Ich meine, ja, okay, das geht noch, aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Ich meine, klar, wenn sie ein ähnliches Thema haben, wobei Dschungelabenteuer und Reiseabenteuer schon sehr unterschiedlich sind, wenn sie ein ähnliches Thema haben, dann macht das ja schon noch Sinn, sie ähnlich zu benennen. Aber am Ende haben wir dann das Problem, nicht zu wissen, warte mal, wie hieß das noch? Aber es passt ja. Ich meine, je nachdem, ob Sims 3 oder Sims 4 ist, kann man sich's ja eh denken. Ich werde hier jetzt nicht plötzlich anfangen, von der Sims 4 Erweiterung zu reden. Also, abgesehen von jetzt in diesem Kontext natürlich, aber so generell, so aus dem Nichts, werde ich ja hier über Sims 3 Sachen reden. So. Dann, ich fand einfach hier dieses weiße Textil sehr schön, deswegen habe ich erstmal das hier genommen. Und ich finde aber irgendwie dieses schmale Holz so drumherum super eigenartig. Deswegen würde ich da gerne lieber in diese Richtung gehen. Das finde ich deutlich besser. Und dann das Holz. Ja, das kann irgendwie so ein Bambusholz sein. Das finde ich immer wieder ganz schön. Und dann haben wir noch das hier unten. Das, ja, können wir eigentlich genauso lassen. Passt.
Gut, das sieht doch schon mal in Ordnung aus. Beleuchtung brauchen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht hätte ich dann auch nicht hier den Bereich so zustellen sollen mit einer Pflanze, damit wir noch Platz für Beleuchtung haben. Aber vielleicht finden wir ja eine schöne Stehlampe. Vielleicht zufälligerweise, weil Schneelampen ja generell so eine richtig schöne Sache sind in Sims. Ich beschwere mich da jedes Mal drüber, aber das ist, keine Ahnung, die werden ja auch nicht besser. Ich meine, ich könnte auch aufhören, mich zu beschweren, weil sie werden ja auch nicht besser, wenn ich mich beschwere. Aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht schweigend hinnehmen, dass Lampen in diesem Spiel einfach so schwierig sind. Keine Ahnung, weil, ich meine, wie designen die Leute bitte ihre Lampen? So. Ich würde halt mir denken, so, was gibt's denn so für Lampen? Was habe ich denn bei mir zu Hause für Lampen? Was haben wir denn hier im Büro so für Lampen? Und dann würde ich entsprechend die gestalten. Und die denken sich so, ja, was könnte man denn für total abgefahrene Lampen gestalten? Und entsprechend machen die das bei sich dann. Und das, ich verstehe diesen Denkansatz nicht, warum die so total verrückt aussehen müssen, anstatt halt mal eine zu machen, die man auch nutzen kann. Ich habe halt auch letztens ein Video gesehen, wo sie auch darüber beschwert wurde, aber in Sims 4, zu Dingen, die so total deplatziert wirken auch. Und da war halt auch so das Argument so, ich möchte halt nicht einfach irgendwie irgendwelche total verrückten Sachen haben. Ich möchte halt so normale Sachen haben, mit denen ich meinen Haushalt einrichten kann, normal, mit denen ich irgendwie was nachbauen kann. Und dann denke ich mir aber, ja, Sims war eigentlich schon immer ein etwas verrücktes Spiel. Also es ging ja nie darum, dass du halt einfach dein Haus nachbauen kannst. Ich meine, klar kann man, aber das war jetzt nicht so irgendwie das Hauptding, dass es möglichst realistisch sein soll, sondern Sims war ja schon immer was auch einfach mal ein bisschen verrückt sein sollte und ein bisschen eigenartig, eigenartige Objekte und alles hatte und auch immer noch hat. Keine Ahnung, die nutzen nur mittlerweile ziemlich wenig Leute noch, ne? Also vielleicht nutzen das auch eher Kinder, dass sie sich so denken, so was ist das denn Abgefahrenes? Ich meine, wer jetzt irgendwie mit Sims 1 aufgewachsen ist, ab 2000, der ist jetzt halt deutlich älter und hat eine ganz andere Vorstellungen und Erwartungen an Sims 4 und stellt sich das halt irgendwie als ein älteres Spiel vor, als ein gereifteres Spiel, wie jetzt Leute, die mit Sims 4 anfangen, die halt jetzt gerade in dem Alter sind, wo sie eben mit Sims 4 anfangen zu spielen. Vielleicht auch einige von euch, die es schauen, je nachdem. Also, was nicht heißt, dass man jung sein muss, wenn man mit Sims 4 anfängt, sondern einfach, ne? So, wer jung ist und wer mit Sims 4 anfängt. Und dann hat man halt auch nicht die Erwartungen daran, dass alles super realistisch ist, sondern da möchte man genauso halt einfach Spaß haben und irgendwelche lustigen Dinge bauen. Und da ist eben auch nicht so wichtig, ob alles realistisch ist oder nicht. Und das ist immer so ein bisschen auch der Zwiespalt, denke ich mal, den die bei Sims so ein bisschen versuchen zu erfüllen. Einerseits, dass die Leute, die irgendwie was Realistisches haben wollen, dass die auf ihre Kosten kommen und andererseits aber auch einfach lustige Ideen umzusetzen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dieser Lampe. Aber jetzt, wo sie geladen ist, guck mal, jetzt ist sie geladen, jetzt hat sie ordentliche Textur und wenn man hier aber irgendwas macht, dann ist das so verschwommen. Und wenn es dann fertig ist, genau, dann lädt es so richtig. Also irgendwie bei Creative Style ist das manchmal so, dass dann so eine Textur einfach noch nicht ganz geladen hat und jetzt, wo sie ein bisschen schärfer, ein bisschen ordentlicher ist, sieht es doch besser aus. So, wie sieht es denn hier aus, wenn wir das Licht wegnehmen? Ich würde gerne auf jeden Fall noch eine Deckenlampe hier platzieren. Halt irgendwie hier in der Nähe, weil danach kommt Freiluft quasi. Die mag ich sehr gerne. Die passt doch hier noch hin, oder? Ja. Da hängt sie da so halb. So, machen wir das mal so. Dann sollte die so relativ an der Kante hängen, ja. Sehr gut. Dann können wir die einmal noch so ein bisschen einfärben. Einfärben ist immer eine gute Sache. Wie haben wir die denn eingefärbt? Ich glaube, die haben wir auch in so einem Bronzeton eingefärbt. Dann machen wir hier mal vielleicht so einen Goldton. So. Ja, das scheint zu passen.
Ich finde, dann ist der Bereich hier schon mal ganz gut beleuchtet. Ich habe auch überlegt, ob wir hier noch Vorhänge brauchen oder ob das auch ohne geht. Wir haben noch drei Kästchen breite Vorhänge hier, oder? Die passen eigentlich ziemlich gut. Die schließen halt nicht ganz ab mit der Wand. Dann vielleicht doch lieber die hier. Die gehen aber auch nicht ganz bis zum Boden. Die hier nehmen so viel irgendwie von innen weg, aber irgendwie sehen die auch gut aus, oder? Ich finde, einerseits nehmen die jetzt so ein bisschen was weg, andererseits sehen die aber auch ganz gut aus. Und dann habe ich ja noch diese hier, die sehr relativ modern aussehen. Ah, die finde ich auch nicht so gut. Ja, dann nehmen wir einfach mal die hier, weil irgendwie einerseits ein bisschen altmodisch mit diesem Ding drüber. Andererseits finde ich, sehen die aber auch echt ganz gut aus. Ich möchte die da gern haben. Das ist irgendwie wie so eine, also gerade mit dem Fenster bilden die irgendwie eine richtig gute Einheit. Ich weiß auch nicht wieso. Geometrisch. Hier, wie wär's denn damit? Das finde ich irgendwie ganz cool. Und vielleicht können wir da tatsächlich zum Bereich von Gelb gehen. Vanille. Und dann entweder so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber dann sollte das eher so ein Beige-Ton werden. Ja, das finde ich irgendwie, keine Ahnung, das ist ein eigenartiges Muster, aber ich finde es ganz cool. Nehmen wir dann hier einfach Holz. Das wäre natürlich das Simpelste. Wenn wir einfach das hier in so einem schönen Holz gestalten. Auch ein bisschen dunkleres Holz. Vielleicht auch eher ein bisschen helleres Holz. Ja, doch lieber helleres Holz. Probiert mir erst das eine aus und dann passt es nicht und dann halt das andere. Ja, helleres Holz passt da besser. Es ist jetzt auch kein. Also, es ist schon ein relativ großer Grundriss und alles, aber riesig ist das Haus jetzt auch nicht. Ich meine, wir haben hier diese Etage. Da könnte man ja so ungefähr diese Grundfläche hier wählen. Wobei, ne, auch davon ein Teil das ist. Also. So, diese Grundfläche. Dann haben wir halt hier noch eine relativ schmale Grundfläche, wo auch zum Beispiel ein Teil davon Pool ist. Und dann haben wir hier ja eigentlich auch nur diesen kleinen Bereich. Also es ist kein Riesenhaus. Ist von der Grundfläche ungefähr vielleicht wie zweimal das hier übereinander. Und also ich finde, es geht. Wir haben vor allem auch relativ viel Flurfläche. Wir haben ja, das hier ist ja alles Flurbereich. Genauso wie das hier. Also, ja. Muss man auch immer mal so ein bisschen gucken. Da ist eine helle Gestaltung auch eine ganz gute Sache. Dann wirkt das alles ein wenig freundlicher. Noch ein bisschen größer, als man im ersten Moment denkt. So, Kinder, Spielzeug. Irgendein süßes Spielzeug, was wir hier platzieren können? Warum gibt es eigentlich bei den Teddybären keinen Meerjungfrau-Teddy? Das finde ich nicht okay. Gibt sogar noch einen Schneebären, aber keinen. Kein. Ja, kein Meerbär. Ich finde Meerbär sehr toll. Ich finde, allein für diesen Namen hätten sie doch sowas mal da einbauen können, aber naja, gut. Was ist auf jeden Fall, gibt es ja dieses Meerjungfrau-Dingens, was ich gerade nicht finde, aber das möchte ich da jetzt auch nicht unbedingt hinpacken. Wir können hier mal so ein kleines Boot hinsetzen. Oder, ja, ich mag eigentlich den Hai hier. Charlie, der Hai. Können wir da einfach das Spielzeug da hinsetzen? Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Kinder nicht nur irgendwie da im Kinderzimmer spielen oder auch die Kleinkinder, sondern dass man halt hier gemeinsam so ein bisschen spielt. Und hier wäre so ein runder Teppich ganz gut. Und hier hätte ich aber auch gern noch einen Teppich. Ich weiß noch nicht, welche Form der haben sollte. Ich werde ja auch einfach Store-Inhalte nehmen. Das heißt, ich kann auch einfach sowas hier machen, weil ich liebe diesen Teppich, ne? Der hat so eine schöne Form irgendwie, dass ich den einfach ständig nehmen möchte.
ständig nutzen möchte für meine Häuser. Und hier irgendwie auch. Ja. Oder ist das dann zu viel und ich möchte da hinten lieber keinen Teppich mehr haben? Der ist auf jeden Fall zu klein. Oder der? Das müsste, wenn, dann schon der hier werden. Oder vielleicht nur so einer, der dann hier irgendwie so vom Bücherregal liegt. Genau, irgendwie so hier in dem Bereich will ich eigentlich nur den. Den Teppich haben. Vielleicht, ja, ich glaube, so sieht es schon ein bisschen besser aus. Und das ist nicht zu viel Teppich. Und auch der sollte natürlich bunt aussehen, weil wo sind wir denn hier? Sind wir jetzt nicht plötzlich in einem einfarbigen Haus angekommen? Ich muss auch so ein bisschen von der letzten Hausbaureihe mich wieder auskurieren, ne? Nachdem wir da die ganze Zeit alles so farblich angepasst haben, wenige Farben verwendet haben und so. Und also absichtlich, ne? Ich hab mir das ja selber ausgesucht. Ich hätte auch jederzeit sagen können, nein, ich möchte Farbe. Aber ich habe ja stattdessen sogar gegen Farbe geredet. Weil ich das dann einfach mal ganz cool fand. Boah, ich finde, der Teppich sieht cool aus. So. Und das ist aber halt irgendwie cool, dann einfach wieder komplett was anderes zu machen. So, vielleicht finden wir ja irgendwie ein schönes Farbthema, also ein schönes Muster. Farbthema würde ich tatsächlich dann wieder irgendwie den Teppich hier aufgreifen, für den inneren Bereich, damit die auch so ein bisschen zueinander finden, dass sie nicht so total unabhängig voneinander da liegen, sondern man das Gefühl hat, die gehören schon so ein bisschen zusammen. Und ich hätte gern irgendwie mehr Muster, die irgendwas mit Wasser zu tun haben. Das ist natürlich auch schwierig, dass wir hier nicht so wirklich was haben. Und das sieht irgendwie, weiß ich nicht, mit den Netzen und allem, bin ich da nicht so ein Fan von. Zumindest nicht für hier unsere Meersims, die vielleicht jetzt nicht unbedingt sich in dem Netz fangen lassen wollen. Ich kann ja auch nicht immer nur das hier nehmen. Das ist ein bisschen schwierig. Ah, das ist wirklich ein bisschen schwieriger. Gerade auch, weil ich meine, Blätter sind jetzt auch nicht so. Das hier finde ich ist eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir da das erste dann irgendwie in die Richtung färben. Dann haben wir halt das Violett. Genau. Violett, dann das dunkle Blau. Ich finde gerade den Blauton finde ich irgendwie richtig cool. Es gibt manchmal so Farben, wo man sich denkt so, boah, was ist das denn für eine coole Farbe? Und ja. Ah, aber ich glaube, dass dieser Orangeton, Orange-Beige-Ton wäre dann ein bisschen viel. Bleiben wir dann doch lieber hierbei. Und vielleicht können wir das hier einfach ein bisschen heller machen, ein bisschen anders. Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann das hier noch ein bisschen dunkler. Cool. Oh, ich finde, das sieht an sich schon mal ganz cool aus. Möchte ich das nur noch so ein bisschen anpassen. Ein bisschen mehr zusammenbringen. Das vielleicht noch ein bisschen heller. Ja. Ich finde, das ist ein cooler Teppich. Also ich habe ja oftmals Probleme, irgendwie Teppiche schön einzufärben. Gerade irgendwie mit Mustern. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Merke ich mir das mit dem Muster. Und dann so irgendwie in einer schönen, bunten Farbe zu machen. Ich finde, das sieht echt cool aus. Dann, ach ja. Immer noch Sache von Inselparadies. Gucken wir mal. Ich habe jetzt das erste Mal geguckt, wie lang die Folge ist und wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Das ist echt der Wahnsinn. Geht das immer so schnell? Ich dachte mir, wie wäre es denn, wenn wir hier diesen coolen Fisch drüber... Ah, ich glaube, der passt da nicht ganz hin. Naja, da sind wir ja schon drüber. Aber ich würde gerne irgendwo diesen coolen Fisch hinhängen. Ich weiß noch nicht, wo.
Vielleicht auch nicht unbedingt hier hin, aber irgendwo muss dieser Fisch auch noch hingehängt werden. Vielleicht hier hin. Hier wirkt er eigentlich ganz cool. Da können wir auch noch so... Wir könnten ihn natürlich auch hier in unser Aquarium reinhängen. Hier so. Ich meine, wollten wir da nicht Fische drin haben? Ich meine, andererseits wirkt es natürlich auch komisch, weil wer halt... Oh, der verschwindet sowieso. Weil da ja nach oben das nicht wirklich offen ist. Also, weil es nach oben offen ist und weil der da nicht irgendwo hängen kann. Deswegen hätte ich halt gesagt, vielleicht doch lieber hier hin. Ja, wir hängen den mal lieber hier hin. Ich glaube, hier können wir das ein bisschen besser wertschätzen. Diesen Schwertfisch, dass der hier halt so rumhängt, anstatt da drin, wo man den kaum mitkriegt. Dann nutzen wir das lieber, den da zu haben. Und ja, ich hätte gerne irgendwie noch ein schönes kleines Bild hier. Haben wir auch nochmal den Schwertfisch. Aber vielleicht finden wir ja irgendein anderes cooles Bild, was wir nutzen könnten. Gerade auch irgendwie so ein längliches Bild vielleicht eher. Wir haben ja hier auch die ganzen Store-Sachen. Kann ich ja einfach frei nutzen. Also kann ich immer, aber möchte ich diesmal auch frei nutzen. Vielleicht auch nur so ein kleines Bildchen. Ich finde, das da ist ein bisschen verloren. Ist ja auch hier oben so. Die würden hier sogar reinpassen. Aber die sind ein bisschen zu sehr Naturbilder. Oh, die hätte ich ja gern in meinem Zimmer. Okay. Sollte ich jemals ein Traumhaus, nochmal ein Traumhaus bauen wollen in Sims 3? Ich habe ja mal ein Märchenhaus gebaut. Ich habe es ja nicht Traumhaus genannt, ich habe es Märchenhaus genannt. Weil ich mir eher so dachte, das ist wie in einem Märchen, in diesem Haus wohnen zu können. Und weil es auch ein bisschen... Genau. Ich fand, das sieht märchenhaft aus. Das ist alles jetzt irgendwie nicht so das Richtige. Hier vielleicht so ein unthematisches Bild. Obwohl, ich finde das generell ganz schön. Das werden wir bestimmt auch noch irgendwo verwenden. Aber nicht hier. Ich finde, hier braucht es so ein einzelnes Bild. Nee, das ist zu klein. Ich habe gerade halt an eins gedacht, was ich gerade nicht finde, aber... Ich habe an eins gedacht, was vielleicht gehen würde, aber es ist halt auch sehr klein. Ich glaube dann nicht, dass das irgendwie gut aussieht. Ich hätte hier gern statt einer Katze irgendein Wasserlebewesen, dass es auch gar keine Bilder mit Fisch gibt. Ich dachte aber gerade daran, wie wäre es denn mit dem hier? Das ist auch irgendwie mehr so schiffsmäßig, aber keine Ahnung, man sollte seinen Feind kennen oder so. Vielleicht dann auch ganz gut, wenn man da so Bescheid weiß, wie das alles so abgeht mit den Schiffen. Und vielleicht steht das ja auch für irgendwas anderes. Ich meine, da ist ein Anker in der Mitte. Aber ich finde es nicht ganz so bösartig, als würden wir jetzt ein Bild von der Angelszene aufhängen oder sowas. Also warum ich das bösartig finde, weil mehr Sims sind ja quasi halbe Fische. Und dann jetzt irgendwelche Sachen aufzuhängen, wo es darum geht, wie man Fische besonders gut einfängt, finde ich halt, naja, ziemlich gemein. Deswegen möchte ich das nicht machen. Hier hätte ich gern, haben wir irgendwie so ein Regal-Dingens noch für so Küchensachen halt. Sowas in der Art oder das hier oder, naja, das halt nicht unbedingt. Wir hätten natürlich das hier so ein Nektarregal, das würde gehen. Haben wir bei den Schaukästen noch irgendwas in der Richtung? Oder verschiedenes? Ne, irgendwie sowas in der Richtung hätte ich da eigentlich gerne. Ein Kuriositätenregal. Das sieht natürlich auch cool aus. Das würde ich auf jeden Fall gerne irgendwo hinhängen. Aber nicht unbedingt dann. Würde das hier gut aussehen? Ich probiere es einfach nur nochmal. Nee, das finde ich ein bisschen viel. Aber da haben wir auf jeden Fall auch noch was, was wir nutzen können. Vielleicht auch einfach das hier. Das hat ja irgendwie auch was. Das hier so hinzuhängen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier hängt dann zu viel. Ich möchte hier lieber was stehen haben. So was, was fest auf dem Boden steht. Auch das hier können wir auf jeden Fall nutzen. Aber ja, irgendwas, was hier einfach steht. Und dann...
würde ich mit diesem letzten Objekt, was ich hier suche, auch das erstmal beenden. Ich möchte eigentlich gerne das noch irgendwie hinstellen, irgendwas in der Art finden. Ich könnte noch sowas nehmen, aber... Ich weiß nicht, ob wir irgendwas Passendes in der Art haben. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee aus welchem Pack. Das ist relativ generisch, nämlich. Hier, dieses schöne Regal. Vielleicht ist es halt auch zu generisch. Ich weiß noch nicht. Aber ich find, das ist erstmal schon mal ein guter Ansatz. Also sowas in der Richtung hätte ich hier halt gern. Ob es jetzt genau das wird oder ob wir was anderes finden, was vielleicht noch ein bisschen besser passt. Weiß ich noch nicht. Problem ist halt, ich glaube, so ein Wasserthema gestaltetes Regal in der Richtung werden wir hier wohl eher nicht finden. Deswegen müssen wir da sowieso improvisieren und dann gucken, was da vielleicht noch ein bisschen besser reinpasst. Aber ich finde, das sieht auf jeden Fall schon mal okay aus. Dann müsste ja irgendwie nochmal so ein Licht hin, würde ich sagen. Ich finde, hier fehlt irgendwie noch Licht. Haben wir irgendwie schon mal eine Wandlampe aufgehängt? Da möchte ich die da nochmal haben. Schwierig. Möchte ich da eine andere Lampe haben? Vielleicht keine von denen. Okay, ich mach noch einmal die Lampe hin und dann ist aber auch vorbei. Dann ist wirklich vorbei. Aber ich möchte noch diese Lampe da hinhängen. Hier, wie wär's mit der? Ich finde die eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir die irgendwie abdunkeln, dass der nicht so super hell ist, aber irgendwie. Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen Licht. Mir fehlt immer noch ein bisschen Licht tagsüber hier. Ja, vielleicht liegt das einfach daran, dass es tagsüber ist und dass da nicht so viel Licht sein möchte. Keine Ahnung. Weil irgendwie, ne, nachts super hell hier in der Ecke und tagsüber irgendwie total dunkel, obwohl dann Licht ist und alles. Wie ist das denn, wenn ich das auf normal mache? Dann geht's so einigermaßen. Vielleicht soll ich dann das hier ein bisschen abdunkeln. Ja. So, vielleicht ein bisschen besser. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich lasse das jetzt erstmal so. Das waren die 45 Minuten Hausbauspaß plus 2 Minuten extra. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir machen nächste Woche auf jeden Fall hier weiter an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Freue mich über Kommentare und Vorschläge von euch und dann bis dahin.